crazy, baby, baby. Ich hab so viele Taten bereut. Machte alles lately, heute ASAP. Ich glaub, man könnte sagen, es läuft. Wir sind gesegnet, sind gesegnet, sind gesegnet, sind gesegnet, sind gesegnet, sind gesegnet. Ja, das war das Letzte, was ich mir von Mako reingezogen habe. Und das war auch somit das Erste, was ich, glaube ich, gehört habe, auf Tipp von Mieze. Mieze ist, glaube ich, großer Mako-Fan. Vielleicht aber auch nicht, correct me if I'm wrong. Ich fand es sehr nice. Ich fand es gesegnet wirklich sehr nice, auch wenn es eigentlich all dem widerspricht, worauf ich Wert lege bei der Musik, die ich mag. Also irgendwie eine gewisse Struktur, geile Reime, sonst was. Und bei ihm ist einfach, es klang so ein bisschen im positiven Sinne gemeint, hingeschissen. Und es war trotzdem irgendwie vom Feeling her nice. Big Robot. Ich mag die Melodie jetzt schon wieder. Das sind diese dreamy Vibes, Alter. Das sind einfach diese dreamy Vibes, die ich mag. Diese Klänge. Schön. Schön. Jetzt schon schön. Ist er nicht so naiv? Ich falle so tief. Ey, was eine Aufnahme. Das ist so krass. Ich beneide Leute, die so Aufnahmen abgeben. Ich könnte niemals so aufnehmen, Alter. Ich würde auch niemals so aufnehmen, so nuscheln und es dann auch noch so abschicken und dann noch so mixen und mastern lassen. Also ganz großes Lob an die, an diese Einstellung, das einfach so hinzuklatschen. Das ist wirklich krass. Ist das ein Minecraft-Tempel? Ich habe gerade ausnahmsweise mal nichts erkannt. Ist lustig, wenn ich ausnahmsweise mal hier nicht meine, ich erkenne, dass Psychose fahre, schreibt jemand in den Chat, das ist von Minecraft. Wie der Knopf nur süßer schreibt, Mako finde ich leider oft Offbeat. Verstehe ich, was du meinst? Also ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Der ist nicht so tight und das ist auch genau, ist eigentlich ein weiteres Ding, was ich nicht so mag. Der ist nicht so tight beim Rappen, da gebe ich dir voll recht, aber er kreiert durch die Art und Weise, wie er rappt, wie er es aufnimmt, wie er es mixt und mastert, wie er es nuschelt und sonst was, kreiert er einfach einen Vibe. So. Nicht so naiv, ich falle so tief, ich verliere mich in deinen Augen. Verlier mich, ich weiß gerade nicht, was passiert. Sag, was machst du mit mir, was machst du mit dir? Ich bin gerade viel zu verwirrt. Er sagt, glaube ich, gerade auch irgendwas mit lost. Es ist lost. Es ist so, es ist ein bisschen, ich könnte immer da wieder dieses Jay-Z-Zitat, flow like I'm 18, do what I wanna do, kicken, weil es ist so, er macht sich keinen großen Kopf und das fühlt sich für jemanden wie mich, der sich letzte Zeit unglaublich großen Kopf macht, wenn er Texte schreibt. Na, immer auf der Suche nach irgendeiner coolen Melodie, nach irgendwelchen coolen Schlagwörtern, so. Jetzt nicht so krass, aber da, ich mach mir schon Kopf beim Schreiben. Und er ist so völlig so. Ist ja nicht so. Es ist so völlig. Ich bin in deinen Augen, verlier mich. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Sag, was machst du mit mir? Was machst du mit dir? Das ist auch ein bisschen Offbeat. Es ist viel zu früh. Ich bin gerade viel zu verwirrt. Lost in deinen Augen. Ich bin lost in, was du sagst. Ja, ich bin lost in der Antwort vom letzten Mal. Doch ich frag nicht nochmal nach. Alles Giftige fühlt sich so gut an. Doch am Ende ist es Gift. Wer zu viel will, der kriegt am Ende nichts. Ich will nicht mehr auf Wolke 7, weil ich hab Höhenangst. Es sprengt auch eigentlich meinen Rahmen der, mir fehlt gerade das Wort. Wie sagt man denn was, wenn man da, wenn der Job einem liegt? Nicht professionell was, ich sag das doch ständig. Kompetenz, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Kompetenz ist das, was ich suche, genau. Ich habe nie so Rap gehört. Und ich weiß auch nicht, mit was ich das vergleichen soll, diese Art von Rap. Vielleicht, es geht schon so ein bisschen in diese. Und auch da könnte ich gar nicht, wie ich sonst immer, wenn ich irgendwelche Vergleiche ziehe, sagen, doch, das ist für mich so, weil ich ganz unsicher bin. Wenn ihr mir jetzt sagt, nein, das ist nicht so, dann habe ich keine Argumente, um dagegen zu widersprechen. Aber für mich ist das so ein bisschen so diese Richtung Simba Pashanim. Also eher Simba als Pashanim, weil Simba ist auch so, natürlich im absoluten Extremfall, weil Simba redet ja, das ist ja ganz, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich weiß auch nicht, auf was man da achtet, so, weil auf meine Art und Weise, so wie ich sonst auf Dinge achte, kann ich darauf nicht achten, ich kann da nicht auf Doppelreime, krasse Flows, Binnenreime, Reimschemata, sonst was achten, weil es das einfach nicht gibt in dieser Musikrichtung, in diesem Grind, die grinden, so, ne?
wer zu viel will. Es ist einfach die neue Wave, okay? Der kriegt am Ende nicht, ja, ja. Ich will mehr auf Wolke 7, weil ich hab Höhenangst, seit ich das letzte Mal da war. Du sagst, ich will. Ich will nicht auf Wolke 7, denn ich hab Höhenangst, seit ich das letzte Mal da war. Wenn ich mit Nava, ich nehm deine Wellen genau wie so Nava. Ich weiß, dass du weißt, was heißt so wie Lava. Na, da gibt's kein Palava. Na, ich trau mich kein Stück weiter ran, weil mir ist von hier schon viel zu warm, ja. Doch, du. Ich find auch das Video schön. Ich finde das Video ist Kunst. Ich finde das Video innovativ. Einfach, aber kreativ. Und es ist Kunst für mich. Kommst du mal näher zu mir? Ich komme immer näher zu dir. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, was gerade passiert. Ich weiß nur, dass gerade passiert. Ah, er hat die Robots gekauft. Ich will gerade nur wissen, was ich will. Ja, ich schau tief in dein Pupillen. Dumme werden deine Augen ins Spiel, Baby. Ja, ja, dann will ich verlieren. Broken. Left me broken. Oh, bitte kein Beatwechsel jetzt. Ich war gerade echt in dem Feeling drin. Schade. Also ich feier Beatwechsel eigentlich so, aber wenn ich war gerade richtig schön in diesem Feeling drin. Scout, Digga. Neue Kippe, alte Lunge, fühlt sich gar nicht mal so schlau an. Seit Wochen mit meinen Bros und wir betreiben wieder Aufwand. Wisst ihr was? Das ist der dritte Song, den ich jetzt von ihm höre, so. Und ich sag euch jetzt schon, ich würde ihn erkennen. Wenn ich jetzt irgendwo auf einer Party wäre oder in einem Auto sitzen würde oder irgendwo in der Bar oder irgendwo würde ich, würde jemand einen Mako-Song anmachen, würde ich da sitzen und sagen, ey, das ist doch Mako. Und wisst ihr was? Ich finde das geil. Ich finde sowas geil, einfach dieses Wiedererkennungswert. Und das habe ich bei ganz vielen Rappern und Rapperinnen null. Da könnte ich das null unterscheiden, wer was ist, weil die Themengleichheit einfach so markant ist. Und die alle gleich klingen, alle gleiche Themen bedienen, alles gleich, Schema F. Und so ein Mako sticht für mich raus. Und das ist, selbst wenn er die Musik macht, die eigentlich nicht zu meinem Ding gehört, finde ich das sehr feierbar und sehr lobenswert. Ich würde nur mal gerne seine Stimme ein bisschen lauter hören. Ich höre seine Stimme halt. Ich finde es wirklich schwer. Er nuschelt so. Und ist halt sehr leise, die Stimme. Schläfern und die Augen zu, Baby, und wir schauen da. Selbst die schönste Frau, sie fühlt sich nackt, nur wie eine nackte Frau an. Die Nächte lang war Leben kurz, scheiß auf, ob wir blau waren. Ich hab ein Laptop und ein Mic, die Welt gehört seitdem nur mir. Ich hab dir tausend. Ich hab ein Laptop und ein Mic, die Welt gehört seitdem nur mir. Und Tracks gewidmet, vielleicht hast du ein paar kapiert. Ich hab dir viele Tracks gewidmet, vielleicht hast du ein paar kapiert. Schau, die fickt mich, weil ich echt bin. Switch it auf ein Deck, hol alle Connect, jetzt Hard Drive unterm Bett und hab ein MacBook in meinem Backpack. Alter, das ist wirklich krass, Alter. Das ist wirklich so voll eigen. Gerade so ein bisschen, wenn er da. Ein Laptop in meinem Backpack, krieg ich ein bisschen Moneyboy-Vibes. Switch it auf ein Deck, hol alle Connect. Ah, das ist die Hook. Okay, jetzt kommt es bei mir an, dass jetzt die Hook ist. Shorty fickt mich, weil ich echt bin. Okay, also wiederholt das gerade zum dritten Mal. Shorty fickt mich, weil ich echt bin. Shorty liebt mich, weil ich bin. Shorty liebt mich, weil ich bin. Es hat wirklich einen Vibe, Alter, ohne Spaß. Es hat einen schönen Vibe. Auch seine Zahnlücke, Digga, das hat schon alles Vibe. Ich könnte jetzt auch schon so Mako-Type-Beats bauen, so wenn ich wollen würde, glaube ich. Weil ich genau wissen würde, was bei ihm ankommt. So ist eigentlich nicht viel. Ist einfach so diese dreamy Lo-Fi-Sounds langgezogen. Ist er nicht so naiv, ich falle so tief, ich falle mich. Ach was, er holt den wieder back. Geil. Mit dem kaputten Ich da, oder was zu sagen? In deinen Augen. Ah, okay. Geil. Das catcht mich mehr. Ich bin in deinen Augen verliebt. Da sind aber auch wieder diese flächendeckenden Subbässe drin. Augen. Das ist geiles, richtig geiles Feeling. Ich bin in deinen Augen, verliere mich. Ich weiß gar nicht, was passiert. Sag, was machst du mit mir? Was machst du mit dir? Ich bin gerade viel zu verwirrt. Lost in deinen Augen. Ja.
ich bin lost in was du sagst. Das ist irgendwie, das hat was. Ja, ich bin lost in der Antwort vom letzten Mal, doch ich frag nicht nochmal nach. Alles Giftige fühlt sich so gut an, doch am Ende ist es Gift. Wer zu viel will, der kriegt am Ende nicht. Ich will nicht mehr auf Wolke 7, weil ich hab Höhenangst, seit ich das letzte Mal da war. Du sagst, ich wär nicht da war. Ich nehm deine Wellen genau wie so Nava. Ich weiß, dass du weißt, was heißt so wie Lava. Na, da gibt's kein Palaver. Na, ich trau mich kein Stück weiter ran, weil mir ist von hier schon viel zu warm, ja. Ich finde diese Story, die mit diesen Menschen da gemacht wird, auch nice halt so irgendwie. Man fühlt so voll mit so ein bisschen. Er hat sie jetzt zu einem zusammengebaut, verstehe ich das richtig? Mir hat es gefallen, ich glaube es selbst nicht.